Von der Hafenstraße kommen wir und wir saufen literweise Bier. Und wir. Ja, wie ihr seht, heute Herzenbruch bei mir zu Hause. Also geil, erstmal Tag. Wie geht's dir? Guten Tag in die Runde, auch an die Leute da draußen. Ja, mir geht's gut soweit. Ja? Möchtest du was sagen erstmal dazu? Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Und auch offensichtlich überpünktlich hierher gefunden hast. Ja, auf dem Roller, habe ich gesehen. Auf dem Roller hast du ihn geil gesehen. Ja, geil, Junge. Ohne ich meine, man muss das sagen, es sind draußen um die 30 Grad. Also das ist wirklich die beste Lösung. Bisschen Hemdchen an und dann durch den Wind mit dem Roller. Herrlich. Geil, geil, geil. So, ja, was soll man sagen? Also über dich können wir sagen, du hast angefangen bei Wuppertal damals in der Jugend. Ja, richtig? Genau. Wie ging es dann weiter? Weiter ging es dann, ja, ganz Jugend in Wuppertal gespielt, in die erste Mannschaft gekommen, dort in der Regionalliga gespielt, bis wir dann eine Insolvenz hatten und dann in die Oberliga gegangen sind. Das habe ich dann nicht mehr mitgemacht und bin dann weiter nach Oberhausen gegangen. Genau. Von da dann nach Paderborn und dann letztendlich bei Rot-Weiß gelandet. 2019. Ja. Da wurde es aber auch, ja, da kommen wir gleich zu. Da wurdest du ja direkt in der ersten Saison auch verliehen, ne? Ja, richtig. Habe ich mich verleihen lassen, sagen wir mal so. Das war ja meine Initiative, weil damals hat es nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht unter dem damaligen Trainer. Ja, wir wissen wer. Genau, ja. Wie hast du dich da gefühlt dabei? Ja, in der Situation war es natürlich sehr, sehr schwierig für mich und es hat keinen Spaß mehr gemacht, also... Und wenn du den dann verlierst und dich wirklich nur noch dahin quälst und ja, am liebsten schon wieder einen Tag rum hast, dann ist, glaube ich, Zeit, vielleicht was zu verändern in seinem Leben. Ne? Ja, aber du kamst dann ja bärenstark zurück, wa? Wie kam es dazu? Ja, erstmal war es ja ein Leihgeschäft auf ein Jahr, ne? Ausgelegt und dann war klar, wahrscheinlich werde ich den Rückweg antreten. Natürlich ist es auch oft so in so Leihgeschäften, dass am Ende doch der Vertrag irgendwie aufgelöst wird oder die Wege sich trennen, weil oft wird man ja verliehen, gerade wenn man irgendwie älter ist, um ja, irgendwie das Gehalt einzusparen oder solche Themen sind das dann halt. Ne? Nee, aber ich kam dann wieder zurück und es war die Corona-Zeit, als dann Christian Neid hat auch angefangen. Genau. Hat. Und da wurden die Uhren ja neu gestellt und von daher war es dann meine Chance zu zeigen, dass es ja doch Sinn macht, mich zu behalten bei Essen. Und ich glaube, das hat wirklich Sinn gemacht, oder? Ja, bereut hat das wohl keiner. Also wirklich, also mir fallen jetzt nicht viele Spieler ein, die so einen Status hatten wie du nachher. Höchstens Platzek, Grund, Engelo und Kefke. Sonst in den letzten Jahren fällt mir da keiner ein. Dir? Ne, tatsächlich nicht. Eine Frage. Ja. Gab ja damals die Geschichte, dass Platzek, Grund... ich glaube, du warst auch dabei. Ich war dabei. Wieder ein Pokalfinale. Ja. Mit dem Einkaufswagen. Nee, da war ich noch nicht bei. Das war Kevin Freiberger und Benjamin Bayer. Diese Truppe war das damals. Das war ja 2015 oder so. Was war denn da? Och, die sind mit dem Einkaufswagen schon zum Hafenstübchen und haben sich da wohl ein paar gegönnt. Ja, warum nicht? Also, das hätte mich jetzt nicht gewundert. Ich glaube, du wärst dabei gewesen. Ich wäre sehr wahrscheinlich dabei. Sowieso nicht. Ja, gut. Dann blicken wir mal auf deine Zeit zurück. Wie gesagt, seit 2019 bist du da. Oder warst du da jetzt? Sorry, wenn ich dazu sagen muss. Ist, ja. Ist es Fakt? Ausgeliehen nach Oberhausen, haben wir gerade schon gesagt. Und dann kamst du ja zur Saison 2020/21 zurück. Ja. Das war die Saison auch, wo Pokal so geil lief, ne? Genau, das war direkt die Saison, wo wir dann den niederen Pokal, diese zwei Spiele im Sommer hatten, gegen Kleve und gegen, ja, Kleve war Finale und davor Felbert oder so. Also relativ einfach diesen Pokal dann zu gewinnen, haben wir dann geschafft und dann ging es da direkt nahtlos weiter mit dem DFB-Pokal gegen Bielefeld im Sommer, weiß ich noch. 1-0 gewonnen. 1-0, genau. Ja, und da waren natürlich keine Zuschauer im Stadion, natürlich ein bisschen schade. Aber weiter ging es dann ja gegen Düsseldorf und dann Leverkusen. Genau. Und dann noch Kiel, ne? Holstein Kiel, ja. Wo war auch noch schön über den Tisch gezogen worden. Das war kein Elfmeter. Nee, das war kein Elfmeter. Vorher waren wir besser im Spiel.
Ja, aber am Endeffekt war das Glück dann auch irgendwann aufgebraucht, ne? Was wir dann die Runden vorher gegen Leverkusen natürlich auch unfassbar, wie da kein Ball von denen reingehen konnte, ist mir bis heute unbegreiflich. Ehrlich, ey. Also es war ja tatsächlich so, das war ja mitten im Februar oder so, es war arschkalt, der Platz war katastrophal. Der Platz war scheiße, ja. Und wir haben ja mit allem verteidigt, was so ging. Ne? Also da war ja nicht viel mit Angreifen oder Fußball, also vielleicht mal ein Konter. Ne? Ich glaube, ein Schuss kam da von Kyle Gomez noch, in der 25. Genau. oder sowas. Ja. Um den Dreh. Aber den Rest der Zeit haben wir ja versucht, irgendwie nur fernzuhalten vom Tor. Und dann eine Verlängerung. Und dann war irgendwie, hast du schon gesagt, boah, jetzt macht doch endlich das Tor. Ne? Ihr habt jetzt hier schon, jetzt macht doch Feierabend. War ein Deckel drauf. Ne? Weil wir hatten ja keine Chance so richtig. Eigentlich, ja, eigentlich wenn man überlegt, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. War ja das Freilos. Ne? Dann ja, war ja in der Bild so ganz groß geschrieben damals. Ne? Ja, aber dadurch, dass es dann wirklich so viel Pech bei denen und Unvermögen, sag ich mal, und der Platz so kacke war, und auf, dann liegst du ja noch zurück, ne? Und dann denkst du ja, okay, jetzt, ja. Aber dann. Ich muss dir sagen, ich saß hier, du warst damals noch nicht hier, saß mal, haben das hier geguckt, und dann fiel das 1-0 und alles, ach du Scheiße, mein Gott. Ja, und da habe ich noch gesagt, pass auf, das war halt noch nicht, das war halt noch nicht. Und dann kam ja Kefki erst, ne, durch einen Abpraller Schuss von Platzek und den dann seitlich geklärt und Tor von Kefki. Ja, und dann natürlich Engelmann, weiß ich noch ganz genau, habe ich vor Augen, wie er da rechts irgendwo an einem Fünfer-Eck und denkst, ja, leg quer oder mach irgendwas und der ballert da drauf. In den Winkel. Ist das jetzt Fangnetz oder, nee, ist das Tornetz so von außen? Nee, von innen. Das war schon. Das war. Also, wir haben hier auch geschrien wie die Bekloppten. Also, ich glaube, du weißt, wo wir gerade sind. Wir sind hier in der blauen Stadt, sag ich mal. Ja. Ich glaube, die haben auch gedacht, was geht denn hier ab? Bei uns ist sogar da hier alle gegangen oder einer musste zur Tanke fahren. Der Nüchterne. Ich habe keine Menge Verlängerung. Komischerweise in der Halbzeit, ne, stand ja schon 1-0 für Leverkusen. Kann ja diese Saison, oder? 0-1. Nee, das stand in der Halbzeit von der Verlängerung. Ja, meinte ich ja. Halbzeit der Verlängerung. Ja. Und dann das schön aufbauende Lied in der Halbzeit. Believe in. Yo. Don't stop believing von Journey. Dann passt die Arsch auf einmal und dann kommt so eine Wendung. Ja. Das war schon geil. Wäre da die Tribüne voll gewesen, da wäre, glaube ich, kein Halten mehr. Aber ich glaube, das hat uns auch echt in die Karten gespielt, weil dann sind die Gegner ja auch nochmal ein bisschen heißer, ne? Weil das wäre dann schon auch eher so Bundesliga-Kulisse dann gewesen, ne? Egal gegen welche Gegner. Und das macht ja auch was mit denen, die haben dann ja auch mehr Bock, ne? Ja, ja, natürlich. Im Stadion, im Regen oder Eis, ja. Das macht ja schon was mit den Gegnern. Na, dann kam Saison, ja, also sind nicht aufgestiegen durch in der Saison Dortmund durch die drei Punkte irgendwie, ne? Durch die ganze Schieberei. Dementsprechend, die haben ja die ganze Spielerliste so bearbeitet, dass sie nicht mehr spielen mussten und die Profis wieder runterkamen. Ja, frech fand ich dann auch noch, was man nachher gesehen hat von den mit dem Video aus der Kabine. Hast du das da gesehen? Ja, das hab ich. Ja, aber es ist ja klar, es haben ja schon viele Mannschaften gemacht, die sich dann da ein bisschen dran aufgehangen haben. Aber letztendlich entscheidet sowas ja keiner. Eigentlich zum Glück sind wir da nicht aufgestiegen. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Ja. Bin da ja auch noch wie so ein Trottel hingefahren zum letzten Auswärtsspiel. Dachte man sich, okay, Presseerklärung, Polizei schickt alle weg. Kam dann doch das Gegenteil. Wir durften ran. Jo. Und die haben ja sogar noch Banden verschoben und so, damit du was sehen konntest. Hinterm Zaun. Ja, ja. Und wirklich, ne, das, wenn du beides vergleichst, ne, einmal auswärts unter Corona und dann tatsächlich aufgestiegen sind, das waren Klassen, ne? Ja, natürlich. Also sowas um Welten besser. Ja. Alles richtig gemacht. Danke, Dortmund. Läuft. Ja, dann kam, wie gesagt, Saison 21-22. Nee. 22, 23, 22, da sind wir aufgestiegen. Letztes ist, nee, davor. 21, 22. Ja, jetzt, so. Da sind wir aufgestiegen. War auch knapp, sehr knapp. Knapp, aber weil da ja auch wieder einer war, der so durchgezogen hat mit uns, ne? Mit Münster. Boah, das hätte ich, ne, da war, an dem Tag habe ich mich von Corona freigetestet und dann so eine Scheiße, weißt du, ich meine, mein Gott. Ja, aber hast du da in der Saison noch auf, also am Ende an den Aufstieg wirklich geglaubt? Also es kam ja natürlich dann nochmal so ein Wendepunkt, ne? Als dann Neid hat dann entlassen wurde und dann Herr Novak und Vincent Wagner am Rand standen.
Und dann natürlich das Glück war, dass Wiedenbrück den Münsteraner dann Punkt abgeknöpft hat. Mhm. Also an dem Punkt dachte ich, okay, jetzt aber mal Vollgas durch die Tür und dann sind wir da. Ne? Also das hat dann nochmal neue Kräfte so freigesetzt, ne? Weil das Ergebnis und der Trainerwechsel, ich glaube, sonst wäre das nicht so ausgegangen. Also zumindest das Spiel in Wiedenbrück, in Rödinghausen wäre dann deutlich anders gelaufen, denke ich. Ne? Das lief ja wie aus einem Guss. Ne? Ja, 3-0, genau. Gegen Rödinghausen, das musste er auch erstmal schaffen. Ne? Und danach war ja auch schon Party, als ob wir aufgestiegen wären. Ne? Bist du dann nicht noch fast unbekleidet wieder raus? Ja, das war ja erstmal. Es ist ja immer so, du gehst als Mannschaft hin, machst da La Ola und Pipapo, ne? Und dann gehst du rein. Ja, okay, die Fans, die gehen nicht. Ihr müsst nochmal hin. Ne? Okay, nicht alle, ihr braucht nicht alle, aber ein paar Leute, die sollten schon nochmal hin. Ja, alles klar. Mal los. Ne? Ja. Ist ja schon nichts mehr an, ne? Nur im Handtuch. Und dann, weißt du, kennst du die Idioten aus der Mannschaft, die natürlich den Handtuch wegziehen wollen. Ja. Ne? Dann stehst du da nackt in Rödinghausen oder Lotte war das da auf dem Rasen. Nee, da habe ich schon aufgepasst. Locker eine Bildzeitung. Ja, das ist man wirklich. Nee, das brauchen wir nicht. Hammer, ey. Ja, und dann sind wir aufgestiegen. Das schöne Heimspiel. Genau. Ja, 2-0 durch alle. 30 Grad, ein paar Stauder-Intos. Ey. Das war sehr warm, ja, das stimmt. Mhm. 16. Mai. Das war der Knaller, ey. Vor allen Dingen die Feier danach. Ja, wobei, da muss ich einhaken und sagen, klar war das alles. Also für Fans super, überragend. Aber ich finde, ich habe ja auch schon ein paar Aufstiege oder zwei davor mitgemacht. Vom Verein hätte da viel mehr kommen müssen. Viel mehr Planung, viel mehr überhaupt aus der ganzen Sache rausholen können oder müssen. Ne? Also ich habe mir eher so vorgestellt, wir haben dann irgendwie so ein, wie das City macht oder so mit so einem Bus dann durch die Stadt. Mhm. Wie viele tausend Leute waren in Rot-Weiß in der Stadt und dieser Fanmarsch. Mit der Aferü und so ein Scheiß, ne? Ja. Da hättest du doch so viel machen können oder vor irgendeinem Rathausplatz oder irgendeinem Platz. Da war ja gar nichts. Da war ja, okay, Abpfiff, wir freuen uns jetzt alle auf dem Rasen und da bei der Pokalübergabe können wir ein paar Lieder singen. Ja, und dann mal gucken, was so passiert. Recht hast du eigentlich, ja. Da kann man viel mehr rausholen und wenn RW nochmal aufsteigen soll, können Sie mich gerne anrufen. Du planst das. Übernehmen die Planung für die Aufstiegsfeierlichkeit. Super. Gut, da leiten wir weiter. Ja, mach mal. An wem? Scheiße, wer macht dann da? Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren wer dann noch da ist. Also, ja, ich glaube, wir rechnen jetzt nicht mit dem Aufstieg in der kommenden Saison. Also, nee. Das stimmt. So, dann dritte Liga waren wir, ne? Hat scheiße angefangen, ne? Aber volle Kanne scheiße, richtig? Richtig kacke. Gegen Elversberg haben wir richtig auf die Fresse kassiert. Ja, ne? Im Nachhinein, wenn man jetzt so guckt, kann man das trotzdem irgendwie verstehen, ne? So wie die durchmarschiert sind, das war ja nicht nur gegen uns. Aber man muss ja sagen, an dem Tag hat ja für Elversberg ja schon so alles gepasst. Also die haben ja Tore gemacht, diese auch im Saisonverlauf nicht in dieser Effektivität, klar haben die auch oft hoch gewonnen und so, aber bei denen an dem Tag da passt ja jeder Ball, Kopfball vom 16er. Ich sag hier mal, der Koffi aus dem Spitzenwinkel lupft den da über den Golzen. So. Das sind ja Dinger, die sind auch nicht in jedem Drittligaspiel drin. Ne? Nee. Aber da stand es natürlich erstmal, also, Alter, wenn das jetzt Drittliga ist, dann aber Prost, Mals. Ja, so stand nicht. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Erfahrene dabei, die auch schon viele Spiele in der dritten Liga gespielt haben, ich auch, und die wussten, also so wird das nicht weitergehen. Klar, die ersten Spiele war es dann trotzdem immer noch so. Aber dann haben wir uns da reingefunden und die Gegner waren dann auch auf unserem Niveau meistens, auch wenn wir dann nicht immer gewonnen haben. Ja, ich sag mal so, gegen Dresden unentschieden abknöpfen ist schon stark, München unentschieden, also fand ich auch hart, in Mannheim gewonnen. Ja. Also das waren schon, wo man eher denkt, ach komm, da fährst du hin, um geiles Stadion ein paar dann nett zu sehen. Aber das ist ja bei ganz vielen Spielen in der dritten Liga so. Die sind ja nicht von Anfang an entschieden. Es ist alles Profis, alles da entscheiden dann Kleinigkeiten. Und oft sind diese Kleinigkeiten halt Unterschiedsspieler, die Mannschaften dann haben, wie Elversberg, die dann natürlich 3-4 von diesen Leuten hatten und deswegen dann auch unfassbar viel Tore gemacht haben und aufgestiegen sind. Aber auch Dresden, die dann da den Aslan haben. Ja. Oder den Paul Will oder den sie dann da haben. Oder Kutschke. Ja, die garantieren dir halt Tore und Stabilität, ne? Deswegen lohnt sich auch kein Wetten in der dritten Liga. Da kannst du nur verlieren. Nee. Das stimmt. Aber waren trotzdem geile Spiele. Ich fand, du hast dich da auch sehr gut gemacht. Bis auf das
Rückspiel in Dresden, aber da konntest du auch nichts für als Linksverteidiger, dann gegen Conte war das, glaube ich. Ja. Boah, der hat ja auch gefühlt ja, 70 km/h. Da muss man aber jetzt mal dazu sagen, ich war ja nicht Linksverteidiger. Das war ja, du hast ja oft da ausgeholfen dann auf der linken Seite. Ja, ja, aber in Dresden waren wir in der Fünferkette, ich war in der Dreierkette links und Römmling war Außenbahnspieler. Aber dass du dann ein Laufduell, sag ich mal, gegen einen der schnellsten Spieler, ja, der ja auch, oder wir sind ja hinter der Mittellinie losgelaufen, da ist ja klar, dass du das dann wahrscheinlich verlierst. Ne? Aber das finde ich immer so, die Leute halten dir dann sowas irgendwie vor und sagen, ja, aber der ist doch viel zu... Also da will ich mal den Abwehrspieler sehen, der da gleich schnell ist oder das auch... Den gab es bei uns in der Mannschaft vielleicht mit Daniel Heber, der vielleicht hätte mithalten können. War der so schnell? Er war schon auch sehr schnell. Aber sonst in der Liga weiß ich nicht. Ja, also der war einfach übertrieben. So. Da konntest du es auch nichts machen. Das meine ich ja auch so. Ne? Genau. Und wenn du das halt über den Saisonverlauf siehst, denke ich so, ja, okay, wie viel Laufduell hast du dann wann, wo verloren? Ja. Ich glaube, das war so das einzige über einen Korridor von 60 Metern. Ne? Ja. Also diese Argumente, die finde ich dann immer so, ja, ist zu langsam. Nein. Also, nein. Gegen ihn. Der ist ja wirklich eine Maschine. Ja. Der ist jetzt auch nach Osnabrück, glaube ich, gewechselt, ne? Ich meine, ja. Ja. Okay. Schon in die zweite Liga. Ja. Ja. Also ich fand, du hast es wirklich ordentlich gemacht, die Saison über. Ja, das würde ich auch so sagen. Ja. Und es ist ja auch, da sage ich halt auch viel, bei Rot-Weiß Essen zu spielen, ist nicht mal eben so. Und da kommt Druck von Fans, kommt Druck von überall. Du musst irgendwie das unter einen Hut kriegen, die Leistung zu bringen. Ne? Ja. Und das schafft nicht jeder. Das sage ich ja immer, wie viele Spieler hat Rot-Weiß, die jetzt so viel höher spielen oder woanders super spielen und bei uns oder bei RWE nichts auf Reihe gekriegt haben. Das ist doch immer so, ne? Ja. Also ich habe ja auch viele blaue Freunde, die kennen das ja auch. Die ziehen einmal das blaue Trikot da über und die können auch nichts mehr. So. Ne? Und deswegen sollte man doch froh sein, wenn man einen hat, der so konstant wirklich jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielt, aber konstant die Leistung bringt, die gefordert wird. Genau. So, und das ist das, was zählt, denke ich. Ja. Und ja, meiner Meinung nach hast du es getan? Ich denke auch, dafür spreche ich einige, also für einige Fans. Ja. Ja. Weiß ich nicht, warum der Verein da so eine Scheiße gebaut hat, sage ich mal so. Ja, es ist einfach so. Also, es ist scheiße. Es ist scheiße. Ja. Was war denn da für dich so das Highlight letzte Saison? Welches Spiel? Also, würde ich schon sagen, Duisburg auswärts. Mit 5000 Essenern? Ja. Also insgesamt so diese Stimmung, weil, sag ich mal, die beiden Städte oder die beiden Vereine haben sich ja so auf dieses Duell dann nach dieser langen Zeit wieder gefreut. Es war bestes Fußballwetter, ich glaube Freitagabend oder was? Freitagabend, ne? Super Wetter und so, du hast diese Spannung so gespürt und das war einfach Wahnsinn. Volles Stadion, was haben die auch nie. Und das habe ich schon mal irgendwo erzählt, dann lief ja dieses Lied beim Aufwärmen Laila. Ja, und alle singen mit. Alle singen mit, ne? Und ich so, boah, geil ist das denn bitte? Das war ja so Bierkönig mal 10. Ja, ja, waren 30.000 ungefähr da, glaube ich. Ja. Und ein Schweinewetter, also da war schon fast, also gestern da war kannst, viel zu warm. Da kannst du ja reden. Da schien die Sonne auf dem Schädel ohne Ende. Ne? Zum Glück Köpi zu trinken, weil ekelig trinkst du nicht. Ja. Das war das zweite Spiel der Saison, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Vorher hast du so auf den Sack gekriegt, dann bist du da wirklich ganz ergebnisoffen hin. Und dann gewinnst du ein verdammtes Spiel noch fast, ne? Ja, du liegst aber erstmal 2-0 zurück. Ja, ja. So, ne? Denkst ja, ach du Scheiße, jetzt geht's wieder von vorne los. So. Aber dann lass mich nicht lügen. Engel wurde eingewechselt, hat 2-1 gemacht und der Enali, ne? Ja, der Lawrence. 2-2 und wer hat da nochmal den Pfosten geschossen? Bastians oder so? Ich glaube Bastians. Bastians hatte eine Riesenchance am Ende, hatte Tor, aber glaube ich dann geheilt. Irgendwie war da. Ja. Was war für dich Highlight der Saison, Sascha? Puh, die ganze Saison, ne? Also wirklich alles, ne? Die ganzen weiten Auswärtsfahrten, Aue, Dresden. Das war einfach mal geil, nicht mit dem NRW-Ticket unterwegs zu sein, sondern wirklich einfach mal 5 Stunden oder noch länger. Du stehst oder du gehst gar nicht schlafen, bis um 1 Uhr morgens an der Hafenstraße, steigst in den Bus ein, fährst noch schön nach Tschechien rüber, holst dir nicht Kippen und schaust dir dann im verschneiten Aue das Spielchen an. Ne? Ja, ich fand geil Dresden. Ich fand auch die Leute in Dresden sehr nett. Wir haben da mit Übernachtung gemacht.
Ihr seid mit Bus direkt wieder zurück, ne? Und München fand ich extrem geil, ne? Auch mit Übernachtung. Das waren so meine Highlights. Ja, also klar, Dresden ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? Also von der Stimmung, vom Stadion her ist das schon echt brutal, ne? Das war echt. Was hast du da von den Essener Fans mitbekommen in Dresden? Ja, schon auch. Da, also es war schon so ein schon gut dagegen gehalten. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen dann in ihren rot-weißen Capes oder so war das nicht. Ja, so Aktion, ja, ja. Ja, das haben wir auch noch mitgekriegt. Ja, das ist schon. Wenn die ganze Kurve dann auch voll ist, das ist natürlich top, ne? Und das, ich sag mal, spornt ja auch euch Fans dann an, so, ja, okay, wir sind jetzt in Dresden, jetzt zeigen wir mal, was Sache ist, so, ne? Ja. Da gibt ja nochmal auch jeder nochmal 10% mehr, als wenn er in Big da auf dem Hügel stehst. Ja, das stimmt. Sascha hat ja seine Banane überall mit in den Osten genommen, außer nach Aue, ne? Ja, außer da hattest du die noch nicht. Aber ansonsten war sie überall. Die Banane. Ja, so eine aufblasbare Banane, so, die war überall außer in Aue, ne? War ja auch in Dresden einige zu sehen da. Ja. Ja, das ist schon witzig gewesen. Schöne Grüße im Zentrum, da war nämlich ausverkauft. Ja,